Hey Internet, alles klar, weiter geht's mit einem neuen Teil von Lara Croft, dem Tomb Raider. Das hier ist ein optionales Grab, das überflutete Gewölbe. Und wir warten hier gerade durch, wo vorher eben noch alles gegrillt wurde, was hier drin war, weil Strom im Wasser durchfloss. Und ich glaube, das war's schon. Wir haben das Grab auch geschafft damit. Es sei denn, es kommt noch mehr Rätsel jetzt. Nein, das war's. A storage room. Artifacts from an ancient tomb. What were they looking for? Oh. Hier war mal ein Grab hinter dem Bunker. Jetzt kommt wieder der... Oh, Moment. Oh. Oh. Jawohl, 1250 EP. Das wird mich schnell wieder an meinen nächsten... Strand mit Schiffswrack, Reliquienkarte, Belohnungskarte entdeckt. Mal gucken. Hier müsste jetzt alles aufgezeichnet sein, alles aufgedeckt sein. Hier oben wird es noch was geben, da kam ich bisher noch nicht hin. Ist noch nicht möglich. Dafür brauche ich auch tatsächlich noch ein neues Werkzeug. Diese Rolle, glaube ich. Ansonsten habe ich alles schon schön entdeckt. Nur noch eine Mine und einen Hügelgrab. Ich nehme an, dass ich die hier finden kann, auf jeden Fall. Hier habe ich einen Geocache übersehen. Da ist noch ein Geocache. Das habe ich auch nicht gemacht. Das werde ich mir noch holen. Und hier wird noch einmal ein Dokument sein. Dokumente brauchen wir eigentlich noch zwei. Ja, das andere war da oben. Und noch... Oh, wir müssen noch eigentlich sieben Geocaches. Eins, zwei, drei... gut, die wurden auch nicht aufgedeckt. Ich nehme an, dass jetzt eher alle Reliquien und alle Dokumente aufgedeckt wurden. Alles klar. Los, Lara, Baby. Weiter geht's. Leider gibt es hier nichts Schönes mehr, gerade für mich. Musik war jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe 300, aber es reicht nicht. Ich glaube, ich brauche mindestens einmal 400 und einmal 500, um mein neues Kommandogewehr abzugraden. Ja, danke. Das überflutete Gewölbe, so hieß es. Ich habe aber alles geschafft jetzt. Ja, Baby. Ist gar nicht so einfach, so geduckt zu gehen. Das geht ordentlich in die Beine, glaube ich. Jawohl, jetzt bin ich wieder hier drin. Wie kam ich hier hin? Wo komme ich hier wieder raus? Warum ist hier wieder Musik, bitte? Hier waren keine Gegner mehr. Drin war ich. Hier darf ich nicht runterfallen, das ist ziemlich scheiße hoch. Wow. Macht sich immer so spannend, Baby. Falsche Taste. Fast gesprungen. Hier war ich auch schon. Hier gab es Munition und irgendein bisschen Loot in dem Ding. Und hier geht es wieder runter. Und dann wieder hier lang. Und zurück. Und ja, ich gehe jetzt mal eben ganz kurz, also hier geht's weiter. Ich gehe jetzt mal eben ganz kurz hier nochmal zurück den Sprung. Und dann hier unten muss ein Geocache sein, glaube ich. Das hole ich mir, also ich sehe es blinken. Alles klar, hier oben, da unten waren wir. Da habe ich auch noch was vergessen. Da hinten ist noch so ein Loot-Ding, was ich mir irgendwo mal holen kann. Oh, sorry. Da irgendwo hängt ein Loot-Ding, glaube ich. Sonst habe ich hier aber alles abgeräumt, denke ich. Auch ziemlich pretty good. Na, jawohl. Hier ist schon wieder eine Boje. Aha, dachte ich mir doch. Ja, das kommt jetzt gerade wieder ziemlich handy und gelegen. Wow.
Weil ich muss eh, glaube ich, wieder da lang. Da kam ich wieder hoch, glaube ich, so wie es aussieht, oder? Oh. Oh, ich will über die Hängebrücke gehen. Und da ist noch ein Geocache. Und da ist noch eine Lootbox. Komm, hier ist bestimmt auch irgendwas. Hier ist bestimmt noch ein Hügelgrab, oder? Nichts? Gar nichts? Oh, das ist aber schwach. Ja. Ah, da muss ich nochmal irgendwie gucken, wie ich da hinkomme. Aber ich habe keine Ahnung, wie das klappen soll. Von da oben da drauf springen? Oh, mal gucken. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt zoome mit dem Ding? Nee. Ich hätte gedacht, die würde vielleicht das Ding da durchschauen. Da ist ein Hügelgrab. Geht's noch eine Etage höher vielleicht? Und da kam ich, ne? Okay. Ich weiß, ich wollte nochmal hier gucken wegen Loot-Ding. Ist hier noch irgendwas drauf? Nee, ne? Ja, dann zuerst das Hügelgrab. Dann war das da hinten die Endurance. Aber ja, das ist ja auch die. Und die habe ich auch gesehen von da hinten aus. So, was suchst du denn da, Baby? Ja, da war noch was. Das hole ich mir jetzt noch eben. Aber hier kann ich auch wieder weitergehen. Es gibt wieder 100.000 Wege. Es ist zum Mäusemelken. Okay, hier war auf jeden Fall noch irgendwo da eine Lootbox. Eigentlich mal irgendwo ein Stück, wo man nicht weiterkommt. Aber hier wird es wieder so viele andere Sachen geben. Und das ist wieder ein super geiles, uraltes Segelschiff. Portugiesisch vielleicht wieder Piratenschiff, wer weiß schon. Ey, warte mal, hier ist ja noch eine Mine vielleicht irgendwo. Was ist das da hinten? Ich muss den unteren Abschnitt auch nochmal durchsuchen, leider irgendwann. Und da ist das Geocache, seht ihr? Da blinkt es mich fröhlich an. Ja, weiter kommt man hier auch oder kommt man hier nicht? Nein, hier kommt man nicht weiter. Alles klar, lass ich mal was. Dann könnte ich über mir entlang rennen oder da lang gehen. Oh. Okay, vielleicht könnte ich mich auch einfach von dem Wasserfall hier runtertreiben lassen. Und dann könnte ich unten die Sachen nochmal erledigen. Könnte aber auch zu hoch sein. Wir können es einfach mal lassen. Und dann sind wir wieder hier und das ging alles, führte nach da oben zu dieser krassen Berggeschützstellung. Und jetzt, jawohl, hier wollte ich drüber. Oh, was haben wir jetzt schon wieder? Noch ein Geocache. Okay, hier ist aber auch nichts mehr. Wo ist das Geocache? Hier jetzt? Nee. Aber sicher. Jetzt zeig mir das bitte. Wenn das jetzt unter mir ist, dann kriege ich einen. Über mir. Wie haben sich das denn schon wieder gedacht? Ach so, das ist derselbe Weg jetzt, da wäre ich von da eben, von da oben auch hingekommen, oder was? Ja. Da ist eine Crate. Wow, Leute, was macht ihr bloß mit mir hier? Ja, machen wir es mal so. Dann, Lara, super Seiltänzerin. Okay, dann weiß ich Bescheid.
Wieder mal ein genialer Ausblick. Wow, eine Menge Möwen unterwegs. Ob man da oben auch noch hin kann? Wer weiß. Oder da? Da ist auf jeden Fall Ende. Da ist nur noch Walachei. Da soll man nie lang gehen, glaube ich. Dann gucken wir mal, dass man nach oben dahin kommt und das Geocache schnappen. Boah, man könnte aber schon von da oben sich wieder runterlassen, ne? Also lass mal sehen. Ich hoffe, man kann hier irgendwo sich reinschießen, weil sonst wüsste ich gar nicht, wie man da hinkommt. Oh, das war schlecht jetzt. Okay, Lara, Baby, wie soll das klappen? Man muss irgendwie von der anderen Seite dahin kommen. Hey, jetzt haben die mich doch erwischt. Okay, gehen wir nochmal eben zurück. Das hole ich mir jetzt noch. Bevor ich diesen Weg nachher nochmal machen muss. Irgendwie muss man das schaffen. Ah, ich sehe schon. Nee. Boah, irgendwie muss man noch da oben noch dran kommen. Ah, ich weiß. Das ist eher der Weg, den man nachher zurücknehmen kann. Jo, da bin ich mir fast sicher. Also passt mal auf. Jetzt wird das noch nicht mit da oben Geocache und so alles schaffen. Weil es führt ein Seil dahin. Und. Oh, 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 Lara, geh wieder hoch bitte. Nein, einfach nur hoch. Was ist hoch? Lara, bitte. Mach keinen Scheiß. Hoch. 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 Baby, nicht nach links. Auch nicht nach rechts. Nein, Lara. Einfach nur hoch. Die macht das nicht. Oh mein Gott. Ui. Sorry, ich musste gerade erstmal ausfiggern, wie man das macht. Hier ist ein Seil. Vermutlich kommt man mit dem Seil nachher eher wieder nach da oben, nehme ich an. Okay, da ist wohl irgendwie falsch gelaufen gerade. Also, weiter ins Abenteuer. Und dann. Jawohl. Hätte ich denn von da unten irgendwo da lange hinkommen können? Nee, aber am Strand kann man natürlich entlang gehen irgendwann mal. Oh mein Gott. Das ist wirklich genauso wie Barackenstadt. Das sind auch noch Teile von Festungen, ne? Offensichtlich Betonfundamente. Okay, ist eigentlich klar, wo es lang geht? Dahin. Ja dann, auf ins Gefecht. Obwohl ich furchtbar gerne diesen Schiffsrumpf auch nochmal untersuchen würde. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht gesehen, wie man von da unten da hinkommen sollte. Und der Wind ist ziemlich heftig hier. So, was gibt's denn hier alles? Und wo sind wir jetzt schon wieder? Also, ach, das ist der ganze Bereich. So groß war das gar nicht. Hier ist das Schiffswrack. Und ich muss irgendwann mal hier unten das Ding holen und dann nochmal hier runter. Da unten das absuchen. Da wird's noch viel geben. Das kann ich auch wieder nicht öffnen, weil mir das Werkzeug fehlt. Got to find something stronger. Oh, da geht's schon weiter. Das heißt, hier wird die Mission wieder fortgeführt, getriggert werden. Ah, hier haben wir noch ein Dokument. The Sun Queen grows old. Soon she will choose her successor. I fear it will be me. I am now her favorite. She dotes on me, calls me her precious first daughter. Like a doll, she always keeps me close to her, brushing my hair, dressing me in her favorite clothes. It unsettles me beyond words. But more disturbing, she constantly gazes upon my features as if she's looking at her own reflection. Jawohl.
Ich glaube, wir haben diese Geschichte von Hoshi, die irgendwann ihre Familie und ihr Dorf verlassen hat, um dann eine Dienerin der Sonnenkönigin zu werden, schon mehrmals in diesen Dokumenten mitbekommen. Und was steht hier geschrieben? Priesterin Hoshi beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst. Sie befürchtet, als neue Sonnenkönigin ausgewählt zu werden. Ich glaube, man kann auch Angst haben, weil die Sonnenkönigin wird alt und sucht ihre Nachfolgerin, aber es liegt nicht einfach so, wie man das natürlich annehmen würde. Die Sonnenkönigin stirbt und der neue Mensch wird dann der Nachfolger werden und nimmt die Position ein. Nein, die alte Sonnenkönigin nimmt einfach nur den Körper des neuen Menschen ein. Und der neue Mensch ist hin. Okay, hier gibt es aber echt nichts mehr, oder? Hier kann ich aber wieder zurück auch, oder? Wenn ich wollte. Kann ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Gut, hier komme ich auch nicht weiter. Dann triggern wir die Mission mal. Warte mal, jetzt bin ich doch hier, oder? Es wird jetzt gleich ein neuer Ort geben, glaube ich. Bunker an der Klippe, aktuelle Position. Jawohl, das Gebiet heißt jetzt Bunker an der Klippe. Dabei haben wir eben schon einen heftigen Bunker hier entdeckt. Der Bunker war hier in diesem Bereich. Lass mal eben gucken. Von da aus haben die einen Bunker gehabt und hier war der Hafen. Also hier war auf jeden Fall ein kräftiger Bunker und der konnte diesen gesamten Hafen abdecken. Und hier waren dann Dockanlagen und sowas alles. Okay, Lara. Ich hätte gern ein bisschen Licht, bitte, Baby. Alles klar. Hier sind wir in einem neuen Gebiet. Oh, da muss wieder ein Geocache sein. Yeah. The Endurance. They're tearing it apart. Was meinst du damit? Who's they? Die Solari, oder? Und da muss Alex drauf sein auf dem Schiff eigentlich. Aber ich sehe keinen Gegner von hier. Oh, aber aus den Let's Plays, die ich bei meinen Lieblings-YouTubern geguckt habe, weiß ich, da wird gleich ein Riesen-Gegner kommen, glaube ich. Oh, hier ist eine Pflanze, oder? Das gibt wieder ein paar EP. Nein, 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 eigentlich sogar verdammt viele dafür, dass so ein Geocache gerade mal 5 gibt. Ich hätte vorher das andere Loot holen sollen. Ich hätte nämlich vermutlich ein paar mehr Dingens gebrauchen können. Also hier diesen voll, 77, da brauche ich was. 911, 88, 11, das Kommandogewehr. Und hier, gemeistert, da wird auch nichts Neues mehr kommen. Das Kommandogewehr ist auf jeden Fall schon mal das letzte, das ist schon mal ganz gut. Hier für mehr Schaden, höhere Projektilgeschwindigkeiten, dadurch mehr Schaden. Für 400 fehlt mir leider was. Und das hier kostet mal 500, ne? Schalldämpfer, das wird auch cool auf jeden Fall, einen Schalldämpfer an der Waffe zu haben. Ich glaube, darauf würde ich am liebsten als erstes sparen, glaube ich. Okay, dann gucken wir mal. Überall diese Transportgondelbahnen. Die Japaner haben ganz schön was gebaut. Und hier ist dann der nächste dicke Bunker. Aber der schießt eigentlich nur ein bisschen komisch zur See raus, ehrlich gesagt. Und hat gar nicht den Hafen im Überblick. Aber kann es sein, dass hier genauso ein Bunker wäre. Das heißt, die haben dann auf den äußeren Drehmeter. Okay, la. Ich hätte etwas höher ziehen sollen, oder? Mach mal so mal. Geh mal direkt so hoch, wie es geht. Sieht doch besser aus. Das ist doch nichts im Klettern, oder? Ne, ist doch nichts. Was haben wir jetzt schon wieder entdeckt? Da muss eine Schatzkarte schon wieder. Die wird dann für alle Geocaches sein, glaube ich mal. Oh, wir werden eh nicht hier oben hinkommen. Fein, Lara, weiter so. Muss ich denn hier runter? Theoretisch könnte ich da auch noch mal lang, glaube ich.
Gucken wir mal eben. No. Oh, tut mir leid, Lara. Oh. Habt ihr es gesehen? Ich trottel. Okay, aber schnell jetzt bitte. Das will ich noch schaffen hier, in dem Part. Dann können wir auch direkt dahin schießen. Naja, ich schieß mal dahin. Aber ich wollte halt nur wissen, weil dieses Stück schien eigentlich auch so ein genau dasselbe zum Festhakeln zu sein, aber da muss ich nicht lang. Da unten liegt jetzt schon der Lara auf den Klippen. Das erinnert mich irgendwie an einen Resident Evil Film. Wo es dann nachher ganz viele... No. Warum konnten wir nicht mal die Seilwinde benutzen und eben nicht? Yo, da ist das Geschütz sogar noch drin in dieser Bunkeranlage. Krass. Was sie für Kräfte haben muss in den Armen, die Frau. Yo. Superwoman. Ah, die ist aber schon gut abgeschützt worden, die Endurance auf jeden Fall. Die Leute haben da ziemlich heftig dran was gebaut. Und die hat einen ziemlichen Riss unten abbekommen. War ein großes, teures, schönes Schiff. Oh, gibt's hier irgendwo eine Mine vielleicht? Ich muss daran denken, dass mir noch eine Mine fehlt. Okay, dann lass mal sehen, was haben wir denn hier? Oh, da ist ein Gegner? Nee, doch nicht. Ja, das war eine schöne Kanone, glaube ich. Warum entdecke ich hier andauernd neue Orte, bitte? Oh, hier gibt es wieder was Neues. Ach ja, das ist ja ein ganz neuer Bereich. Die Schatzkarte ist ja nicht mehr für das Schiffswrack. Ach du Scheiße, was gibt's hier? Eine Schatzkarte... Viermal, also noch dreimal das, 5 Geocaches, noch 4 Geocaches, 3 Reliquien sogar und 4 Dokumente sogar und 2 Lager soll es hier geben. Okay, hier werde ich nicht durchkommen. Später mal, dann komme ich da draußen erst hin. Jetzt noch nicht leider. Mir fehlt diese Waffe oder was auch immer das für ein Teil sein soll. Hier hoch wird es nicht gehen. Und meine aktuelle Aufgabe ist, erreichen das Rug der Endurance immer noch. Okay, es wird eigentlich Zeit, dass mal der Gegner kommt, glaube ich, oder nicht? That should do it. Alright, try now. Ich kann keine Waffe ziehen. How many generators is this? What the hell are they using them for? Doesn't matter. They put in the orders, we fill. No questions asked. But we already shipped up all those portables last week. Are they powering fucking stadium lights? I should be quiet, brother. Don't talk like this. Keep it steady. We're bringing it up. What do you think's going on up at the palace? They're gonna smoke around the place. If there was a problem, they'd call down. But what about the radio? Nothing but static all night. Something's going on. Brother, I told you to be silent. Stop this talk. Okay, das wird heftig. Aber mal gucken, ob das hinhaut. Wenn ich den hier leise ausschalte. Hold on, it's jammed. Fuck, now what? This job can tell us bullshit. Brother, please. I'm not your fucking brother. I'm sick of this place. We keep salvaging all this useless shit. We're working our asses off for what? Father Matthias? Fucking Sun Queen? How much longer do we have to keep... Wait. Shit! What the... What's going on down there? Everything okay? Everything's fine. No! Just get this generator moving again. Wow. Die schießen ihre eigenen Leute gerade platt. Get back to work. Gut, wie viele Gegner habe ich denn hier noch? Oh, die Tür kann ich da raus.
the hell? Someone was here. Shit! Help me! Get down here! We have an intruder! No, there's no intruder. No, 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 no. Ich bin nicht ganz vorbereitet darauf, was hier gerade passiert. Okay, hoch, Lara. Good work, we got her. Boah, die haben mich fertig gemacht. Alles klar, ich habe glaube ich schon länger nicht mehr richtig heftig kämpfen müssen hier. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal neu, glaube ich. Aber ich würde fast vorschlagen, wir sehen uns dafür im nächsten Mal wieder. Denn das wird ein heftiger Kampf und das wird Spaß machen und ich will die Spannung auf euch halten. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank, bye, ciao.